A1.0. A 90 Grad Celsius heißt Getränk wird zur Abkühlung ins Freie gestellt. Nach x Minuten beträgt die Temperatur des Getränkes y Grad Celsius. Die Funktion f mit der Gleichung y ist gleich 90 mal 0,94 hoch x mit Grundmenge gleich a plus 0 Kreuz a plus beschreibt näherungsweise den Abkühlvorgang in den ersten 20 Minuten. A1.1 ergänzen Sie die Wertetabelle auf Ganze gerundet und zeichnen Sie so dann den Graphen zu f in das Koordinatensystem ein. Als erstes muss man also die Wertetabelle ausfüllen. Alle wichtigen Informationen stehen schon da. Wir haben einmal die Funktionsgleichung mit 90 mal 0,94 hoch x und hier drüber über diese Gleichung stehen ja die Werte für x, die entsprechend eingesetzt werden müssen. Also für den ersten Wert geht man einfach her, setzt die 0 für x ein und rechnet den Wert entsprechend aus. Dann als zweites die 5 für x einsetzen, dann die 10 für x einsetzen, 15 für x einsetzen und zum Schluss 20 für x einsetzen. Das kann jeder Taschenrechner. Einfacher kann man es sich noch machen, wenn man eine Tabellenfunktion im Taschenrechner schon mit drin hat. Dann lässt sich das recht leicht ablesen. Und zwar gibt man bei y ist gleich den entsprechenden Funktionsterm ein, als 90 mal 0,94 hoch x, geht dann auf die Teilbefunktion und hier kann man im Prinzip alle Werte gleich ablesen. Ja, von 0 gleich 90. Als nächstes brauchen wir 5 mit 66,0514 und kann je nach Taschenrechnermodell eben nach unten scrollen. Man kann es auch von Hand eingeben oder ja, wie es der eigene Taschenrechner eben erlaubt. Wichtig bei dieser Aufgabe ist der folgendes, bei diesen Aufgabentypen steht eben dabei, auf wie viele Stellen gerundet werden soll. Hier steht es drauf auf ganze Runden, also müssen wir auch im Prinzip das beachten. Also der erste Wert für 0 ist der Anfangswert der Funktion, nämlich 90. Kann man ausrechnen, 90 mal 0,94 hoch 0. 0,94 hoch 0 ist 1 und 90 mal 1 ergibt 90. So, die anderen Werte müssen wir jetzt aber ausrechnen. Für 5 waren es 66,0, das heißt gerundet sind das 66. Für 10 haben wir einen Wert von 48,4, das wird auch abgerundet auf 48. Für 15 ist der Wert 35,5, Achtung, hier wird aufgerundet. Und für 20 haben wir einen Wert von 26,1. Also entspricht 26. So, jetzt das Ganze noch einzeichnen. Hier haben wir schon 5 Werte, die sich übertragen lassen, nämlich 0,90, 5, 66. Achtung, die Skala unten ist in zweier Schritten ausgelegt, dass man da aufpasst, wo die 5 zu finden ist. Dann 10, 48, 15, 36 und zum Schluss noch 20, 26. Man sieht vielleicht, dass es jetzt recht große Lücken dazwischen sind. Man darf gerne noch weitere Werte berechnen und eintragen. Zum Beispiel kann man noch die 2 einsetzen mit gerundet 80. Das ist ein schöner Wert, den man eintragen kann. Vielleicht noch die 8 mit dazu. Das sind dann gerundet 55. Dann könnte man auch die 12 mit dazu nehmen. Das sind 43. Und zum Schluss nehme ich noch die 18 mit dazu, sind 30. So, jetzt hat man ein paar Punkte zum Einzeichnen. Und jetzt einfach so gut wie möglich die Punkte entsprechend verbinden. Ja, ist keine Gerade, sondern ist jetzt so leicht gebogen, dass man die eben möglichst gleichmäßig verbindet.